Herzlich willkommen zu unserer Piratenstunde hier live aus dem Landtag Nordrhein-Westfalen. Wir haben ganz viele Themen auf dem Herzen, die wir mit euch besprechen wollen. Das lebt natürlich von euch, die ihr draußen im Stream uns verfolgt. Schickt uns eure Fragen entweder bei Twitter mit dem Hashtag 20piraten oder per E-Mail an piratenstunde@piratenfraktion-nrw.de. Ein großes Thema ist unser Wechsel in der parlamentarischen Geschäftsführung. Wir hatten ja die Tatsache, dass die Monika Pieper und der Thorsten Sommer zurückgetreten sind von ihren Ämtern in der Geschäftsführung. Vorgestern am Dienstag gab es die Neuwahl unserer Geschäftsführung. Nico Kern ist unser parlamentarischer Geschäftsführer und Stellvertreter ist Oliver Bayer. Herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle. Vielen Dank. Was habt ihr euch für die ersten Tage, Wochen, Monate und die nächsten Jahre vorgenommen? Wie geht ihr an das Thema heran? Die Situation ist natürlich für uns beide jetzt relativ plötzlich gekommen. Deswegen kann ich jetzt noch nicht sagen, was jetzt so ganz langfristig da ist, geplant ist. Aber konkret müssen wir jetzt natürlich sehen, dass wir uns ganz schnell mit den Arbeitsabläufen vertraut machen. Und das habe ich schon gesagt, die in die großen Fußstapfen reinkommen, die Moni und Toso hinterlassen haben als parlamentarische Geschäftsführung. An dieser Stelle auch nochmal meinen herzlichen Dank an die beiden. Und da weiß ich, dass ich im Namen von allen spreche. Sie haben hier große Aufbauarbeit geleistet. Wie muss man sich das denn jetzt vorstellen? Werdet ihr umziehen, werdet ihr Büros tauschen? Wann wird das Ganze jetzt stattfinden? Wie schnell seid ihr tatsächlich im Amt? Also die E-Mail-Accounts sind schon mal umgestellt. Okay. Das ist für Piraten ja schon mal das eine. Nico ist im Grunde bereits umgezogen. Virtuell ist schon umgezogen. Den virtuellen Schlüssel habe ich. Im Ernst, jetzt an den Räumlichkeiten, das wird in den nächsten Tagen, Wochen passieren. Müssen wir jetzt nichts überstürzen, das wird erfolgen. Und wichtig ist, dass wir eben die organisatorische Umstellung hinkriegen. Und was jetzt auch wichtig ist, dass wir mit allen hier aus der Fraktion Gespräche führen, dass wir uns einfühlen, wo drückt der Schuh, weil das haben wir ja aus unserer Perspektive als MDL, als Abgeordnete jetzt nicht so hautnah miterlebt, sondern da ist ein bisschen auch so Tunnelblick für seinen Fachbereich vielleicht. Und man hat nicht alles mitbekommen, was vielleicht im Stockwerk drüber oder sechs Stockwerke über einem passiert. Und da muss man, ja, du sitzt ja auch da. Von daher, das sind so Sachen, die uns jetzt am Herzen liegen. Und ansonsten weiß ich, dass der Mitarbeiterstab, der ja da ist, der ist ja nach wie vor da und der hat die Sache ja auch im Griff. Vielleicht zum Hintergrund für diejenigen, die sich in diesen ganzen Strukturen hier im Landtag nicht ganz so auskennen. Unser Vorstand besteht aus 5 Leuten. 3 nennen sich dann Fraktionsvorstand, Vorsitzender und dann ihr beiden als Geschäftsführer. Wie habt ihr euch die Aufgaben da aufgeteilt? Wofür originär seid ihr beide jetzt zuständig? Ja, parlamentarische Geschäftsführung heißt ja sozusagen das Miteinander der Fraktionen im Landtag, den Parlamentsbetrieb zu managen, zu organisieren, abzusprechen, was letztlich im Plenum und in den Ausschüssen passiert. Und da gibt es jede Menge zu tun und natürlich auch in die Fraktion hinein zu wirken, dort die Antragsarbeit genau zu begleiten und zu koordinieren und zu gucken, wo geht was. Das sind so jetzt die Themen, mit denen die mir am Herzen liegen und um die wir uns dann auch gemeinsam kümmern müssen. Im Grunde ist es ganz einfach, die Fraktionsvorsitzenden samt Stellvertreter, also die 3, machen natürlich machen wir alle alles so ein bisschen, aber die machen vor allem die Präsentation nach außen der Fraktion und die parlamentarischen Geschäftsführer, beziehungsweise der parlamentarische Geschäftsführer und Stellvertreter sind eigentlich für die Aufgaben ins Innere zuständig, also auch Organisation von Veranstaltungen und die Koordination der Ausschüsse, Mitarbeiter, des ganzen Betriebs, damit alles läuft. Also wir sind im Grunde dafür da, dass es funktioniert. Und die vorherige Crew, Moni und Toso und auch Frank, haben das wunderbar so hinbekommen, dass es funktioniert. Und wir
können jetzt eigentlich darauf aufbauen. Wir haben jetzt ein Drittel unserer Legislaturperiode um und können jetzt praktisch mal das nächste Drittel starten und haben da jetzt vielleicht auch als ganze Fraktion tatsächlich ein bisschen andere Ausrichtung und können uns darauf einstellen. Und ist vielleicht ganz schön, Nico kommt aus der ersten Etage, ich aus der sechsten und wir haben drei Etagen hier im Landtag, das muss man natürlich wissen, und bringen dann mal das Gefühl aus diesen Etagen hin. Ich werde nicht umziehen, ich werde wohl da bleiben, aber der Nico wird wahrscheinlich tatsächlich umziehen müssen, denn zum parlamentarischen Geschäftsführer, der hat eine ganz klare Funktion, er muss mit den anderen parlamentarischen Geschäftsführern, also mit den anderen Fraktionen reden und mit der Landtagsverwaltung, und dazu hat er auch speziellen Mitarbeiter, und das ist ganz praktisch, wenn man dann da vor Ort ist. Und Besprechungstisch im Büro. Ja, also wenn wir dann für die Gespräche in Monis Büro gehen müssen, die dafür gar nicht mehr zuständig ist, dann ist das bestimmt unpraktisch. Ja. Wenn ihr jetzt sagt, die Schnittstelle zu den anderen Fraktionen und hier in das Parlament hinein, wir hatten ja in den vergangenen Tagen in diversen Blogposts, Twitter-Posts und Pressemitteilungen genau dieses System kritisiert und als krankes System bezeichnet. Wie wollt ihr jetzt auf der einen Seite eure Verantwortung, diese Schnittstelle darzustellen und diese Tatsache, dass wir das kranke System kritisieren, miteinander verknüpfen? Wie stellt ihr euch das vor? Wie geht ihr jetzt an diese Thematik heran? Ja, wir müssen erstmal das ganze System verstanden haben, damit wir es kritisieren können. Also jeder kennt das, jeder kann malen wie Picasso, aber er weiß auch, wie man richtig malt. So, wir müssen also erstmal verstehen, bevor wir was anders machen können, bevor wir kritisieren können. Und man hat jetzt vielleicht auch mal ein bisschen gelesen von, wir würden jetzt mehr Krawall machen oder so, aber es geht ja nicht um unreflektierten Krawall, sondern es geht insgesamt um diese Sache, haben wir schon länger gemerkt, das haben wir jetzt nicht mal eben entschieden oder so, das hat auch nichts mit Monis Rückzug zu tun, das haben wir schon länger gemerkt, okay, wir haben den Betrieb kennengelernt, die anderen haben uns kennengelernt, wir haben natürlich, weil es unser Anspruch war, versucht Sachpolitik zu machen und zu sagen, nein, Themen statt Köpfe und alles, wir gehen hin und versuchen mit den anderen Fraktionen zu sprechen, wir versuchen die anderen Fraktionen davon zu überzeugen, dass wir sachlich richtig sind, und dann haben wir denen diese Chance gegeben, ja. Wir wollten da konstruktiv rangehen. Wir haben gemerkt, an ein paar Dingen kommen wir in der Form nicht weiter. Und das sieht man zum Beispiel im letzten Plenum auch und auch davor schon in vielen Fällen. Da sieht man dann, okay, die müssten thematisch zustimmen, sie lehnen es einfach ab oder machen einen Entschließungsantrag, der nichts damit zu tun hat. Oder sie sprechen bei der Presse ständig Dinge, die wir in unseren Anträgen haben, aber wenn es ans Handeln geht, machen sie es nicht. Da müssen wir einfach viel mehr drauf gehen, zu verlangen, dass die Lippenbekenntnisse, die die anderen Fraktionen und Parteien haben, dass die auch umgesetzt werden. Wir müssen also da einfach stärker drauf gehen, das ist richtig. Damit man das draußen nachvollzieht, mach das mal konkreter, nimm mal Beispiele. Wo haben die anderen Fraktionen unsere Anträge abgelehnt, obwohl sie eigentlich in ihrem Parteiprogramm und ihrem Koalitionsvertrag genau diese Sachen drinstehen haben? Daniel hat ja schon, glaube ich, Vorratsdatenspeicherung genannt, einen Antrag. Asyl für Snowden war eine Sache. Aber wir hatten im letzten Plenum zum Beispiel ein Wintermoratorium für Flüchtlinge aus dem Balkan, damit die nicht schutzlos in die Kälte zurück müssen, wenn Winter ist. Und andere Bundesländer hatten dieses Wintermoratorium, diesen Abschiebestopp gefordert und haben den parlamentarisch entsprechend abgestimmt. Also zum Beispiel Schleswig-Holstein, wo auch die Grünen mitgemacht haben. Die Grünen haben das in vielen Bundesländern auch gefordert. Dann haben wir das einfach hier mal so in den Landtag eingebracht. Einen ganz klaren, eindeutigen Antrag, ohne parteipolitische Spielchen. Aber der ist hier einfach mal abgelehnt worden, beziehungsweise es gab einen Entschließungsantrag als Alibi, der aber auch vom Flüchtlingsrat und so weiter
als besonders konstruktiv wahrgenommen wurde. Da stehen zwar nette Worte drin, kann man so unterschreiben, da sind auch nette Sachen drin, die aber ja in der Praxis nicht die Relevanz haben. Also es gibt also in NRW jetzt keinen Abschiebestopp für diese Flüchtlinge. Das ist eine Sache, wir hatten im letzten Plenum in meinem Fachgebiet auch noch was zur Verkehrsfinanzierung, wo ich einfach mal das, was die Landesregierung gesagt hat, was der Minister gesagt hat, in einen Antrag gegossen habe. Und das wird auch noch schöner, wenn wir eine Anhörung haben. Und neben den inhaltlichen Aspekten gibt es natürlich auch noch das Organisatorische, was hier natürlich uns unter dem Stichwort Transparenz besonders bewegt. Und da ist es schon interessant, da wurde der sachliche Vorwurf erhoben, hier würde Hinterzimmerpolitik betrieben, der wurde von der Landtagsseite zurückgewiesen, ne, mit aller Deutlichkeit. Und das ist ja halt interessant, wenn man dann aber mal darauf hinweist, dass es ja tatsächlich diese Runden gibt, auch in der Geschäftsordnung, die nicht öffentlich sind und nicht nur nicht öffentlich für die Allgemeinheit, sondern es ist sogar so, dass in einem Ausschuss, im Ältestenrat, noch nicht mal Parlamentarier zugelassen sind, die jetzt nicht diesem Gremium angehören. Da weiß ich nicht, wie man diesen Vorwurf dann sachlich zurückweisen kann. Ich glaube, da versucht man mit der Floskel oder mit der Vokabel Krawall einfach vom Streit abzulenken, dann von der Sache wegzugehen und einfach diese Kritik zu diskreditieren. Und wir sind auf diese Auseinandersetzung hier im Parlament gespannt. Du bist ja jetzt per se Mitglied in diesem Ältestenrat, wirst dann quasi zur Verschwiegenheit ja eigentlich verpflichtet. Inwiefern wirst du dich daran halten? Ja, der Oliver hat ja schon beschrieben, dass wir uns hier ja auch, sag ich mal, auf die Fahne geschrieben haben, das System kennenzulernen, um es dann von innen zu verändern. Dazu gehört auch, dass man gewisse Kompromisse eingehen muss und bestimmte Ideale nicht sofort hundertprozentig umsetzen kann, weil die Mehrheitsverhältnisse nun mal hier so sind. Und damit wir überhaupt arbeitsfähig sind, muss man bestimmte auf Mindeststandards hier einlassen, die einfach zu dem Geschäftsbetrieb dazugehören. Das heißt aber nicht, dass man sich damit widerspruchslos einverstanden erklärt, sondern wir haben dann auch das Recht und die Pflicht, genau da den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, das läuft hier so und so, wir klären auch darüber auf und wir wirken darauf hin, dass sich was ändert, aber das können wir eben nur von innen heraus. Es gab auch mal bei uns in der Timeline der Vorschlag, dass wir nur noch bei Sitzungen teilnehmen würden, die öffentlich und transparent und per Stream stattfinden. Das würde dann aber der Philosophie widersprechen, weil dann würden wir uns ins eigene Fleisch schneiden. Ja. Aber jetzt nochmal zurück auf dieses kranke System. Wie stellt ihr euch das vor, wie wollt ihr das angehen, dieses System zu heilen, wenn man jetzt in dieser Bildsprache von Krankheit bleiben möchte. Könnt ihr da schon irgendwas zu sagen, wie wir da jetzt weiter vorgehen in den nächsten Monaten? Es ist ja nicht so, dass wir bisher nichts erreicht hätten. Also klang vielleicht eben so, wir haben jetzt ein Jahr geguckt und dann oder etwas länger, 20 Monate sogar, glaube ich. Aber und hätten denn jetzt gucken wir mal, was wir machen. Das stimmt ja nicht. Wir haben ja die ganze Zeit dran gearbeitet, nicht nur an Sachthemen, sondern wir haben auch daran gearbeitet, die Politik hier im Land zu ändern. Und das ist uns auch gelungen. Es ist immer schwierig, Leute zu überzeugen. Ja? Man sagt ja, man kann Leute nicht überzeugen von Dingen, wo sie festgefahren sind. Da muss man warten, bis die aussterben. Das geht bei Abgeordneten teilweise schon, weil sie ja darauf achten, wie die Außenwahrnehmung ist und weil sie vielleicht auch mit eigenen Idealen hier reingegangen sind und sich nicht komplett unterbuttern lassen. Und Wir haben hier erreicht, dass andere Fraktionen selbst Transparenz fordern. Wir haben erreicht, dass es Streaming überhaupt gibt von Anhörungen, dass wir die Enquetes, die komplett geschlossen sind, sukzessive öffnen, dass es Ausschüsse gibt,
Hilf mir auf die Sprünge, welcher Unterausschuss war es zuletzt? Haushaltskontrolle, wurde noch nicht mal protokolliert, ja. Darauf haben wir hingewiesen und seitdem wird auch dort Protokoll geschrieben. Also es Protokoll gibt jetzt geschrieben. Bis auf Ältestenrat und Enquete-Kommission keine Ausschüsse mehr, die grundsätzlich nicht öffentlich sind, doch Landesbetriebe gibt es noch und Personal. Personal ist vielleicht auch sinnvoll. Das ist in NRW schon relativ gut und ist auch besser geworden. Wir werden demnächst in vielen Sälen auch Streaming machen können. Auch daran wird gearbeitet und auch das ganze Politiksystem wird geändert. Aber es dauert halt sehr lange und ist sehr kräfteaufreibend. Und bevor wir uns versehen, sind wir plötzlich nicht mehr im Landtag und niemand hat was von uns mitbekommen. Und dann geht es wieder zurück. Ja, deshalb müssen wir halt den Druck erhöhen, müssen jetzt auch andere Strategien finden, als nur das einzubringen, weil das irgendwann nicht mehr funktioniert. Also verschiedene Methoden funktionieren eben nur eine bestimmte Zeit und da müssen wir uns natürlich noch mehr einfallen lassen. Nochmal die große Frage in die weite Welt hinaus. Habt ihr Fragen an Tyler Durden und Creon NRW, an Nico Kern und Oliver Bayer? Dann stellt sie entweder per Twitter mit dem Hashtag 20Piraten bitte oder aber per E-Mail mit piratenstunde@piratenfraktion-nrw.de. Es gibt auch schon Fragen allerdings aller Piraten relativ technisch, ob wir auch einen Live-Audio-Stream haben. Nein, haben wir leider nicht, aber ab morgen früh die Audio-Aufzeichnung zum Download könnt ihr euch dann morgen nochmal anhören. Jetzt aktuell live sind wir nur mit Bild verfügbar. Wie geht es jetzt weiter in den nächsten Wochen? Wir haben Plenarsitzung Ende Januar. Haben wir da schon was in der Pipeline? Das ist eine rhetorische Frage, ich kenne die Antwort schon, aber erzähl doch mal. Ja, nächster Dienstag ist unser Antragsdienstag. Wir werden am Montag Anträge wie gehabt, wie in den letzten Plenarsessions auch mit der Basis besprechen, das vorstellen. Deadline ist eigentlich morgen Freitag. Wir wissen aus der bisherigen parlamentarischen Arbeit, dass diese Fristen immer ausgereizt werden, Minimum oder auch gerne mal überschritten werden. Von daher, im Moment liegt ein energiepolitischer Antrag vor und ich weiß, dass noch ein Antrag aus dem Bereich Schule kommen wird. Aber ja, ich würde sagen, wer sich dafür interessiert, ist am nächsten Montag in unserer Mumble-Sitzung gut aufgehoben. Stell dir mal vor, für die sie nicht kennen. Ab 20 Uhr sprechen wir über halt unsere Anträge, die wir ins nächste Plenum einbringen, stimmen darüber ab und wer Fragen hat, kann sich die dort erläutern lassen, worum es bei den Anträgen geht und wieso, warum, weshalb. Das ganze Ding heißt, findet man, wenn man unter Google NRW Mumble, M-U-M-B-L-E eingibt. Und vielleicht auch Piraten, dann sieht man das. Vielleicht guckt da jemand zu, der jetzt gar nicht weiß und denkt, wie meine Nachbarn, ich würde immer ins Mumble in die Kneipe gehen, die so heißt. Oliver, ohne dir nahe treten zu wollen, aber die Leute, die uns gerade sehen, sind auf unserer Homepage. Ja! Und ich glaube, irgendwo auf unserer Homepage, gut versteckt zugegebenermaßen, aber irgendwo findet man den Link zu der Mumble-Sitzung. Trotzdem möchte ich irgendwann mal eine Kneipe öffnen, die so heißt. Ja, die hat bestimmt guten Zulauf. Es gibt hier in Düsseldorf ja auch das Piratencafé. Also ja. Von daher würde nebenan das Mumble-Restaurant nicht empfehlen. Was gibt's Neues aus dem Europaausschuss? Wir haben morgen eine Anhörung zum Thema Gigaliner. Das wird ganz, ganz spannend. Und dann habe ich im Moment auch, sage ich mal, relativ den Kopf voll mit parlamentarischer Geschäftsführung. Die nächste Ausschusssitzung ist auch noch ein bisschen hin. Gigaliner über 40 Tonnen, was ist deine persönliche Meinung davon? Ja, braucht niemand. Ne? Also gerade für NRW mit einer sehr hohen Verkehrsbelastung und auch mit teilweise maroder Infrastruktur wäre das natürlich der absolute Killermoment, wenn dann solche monströsen Gefährte über teilweise
brüchige oder sag ich mal nicht mehr so ganz passable Brücken. Wir kennen ja unsere A1 Leverkusen hier, wer aus der Nähe, der kennt das Drama. Die Brücken fallen ja schon zusammen, ohne dass die LKW fahren. Wir haben hier den Verkehrsexperten. Wir haben das auch aus europapolitischer Sicht natürlich betrachtet, weil es ja eine Initiative aus Brüssel von der EU-Kommission ist. Und wir wollen auch beleuchten, dass hier sozusagen der Wettbewerbsdruck genutzt werden soll, um sozusagen über wirtschaftliche Entwicklungen Fakten zu schaffen, dass dieser Verkehrsträger dann letztlich im Wettbewerb gegenüber der Bahn gewinnt, über so einen Umweg über das Europarecht. Mit der Frage möchten wir uns auch nochmal intensiv beschäftigen, weil wir glauben, dass das ein schlechter Weg ist, um Verkehrspolitik zu machen. Das ist so ein bisschen durch die Hintertür. Das ist nicht gut. Generelles Problem in Europa ist ja Lobbyismus. Da sind die Lobbyisten sehr, sehr stark, weil sie großen Einfluss haben und auch sehr intransparent arbeiten können. Dort versucht man halt, es zu schaffen, dass öffentliche Infrastruktur ausgebaut wird, natürlich mit öffentlichen Geldern, damit Speditionen, weil sie ja nur noch einen Fahrer für anderthalb LKWs brauchen, ein bisschen mehr Gewinn machen. Also das ist ein blödes Spiel und ist auch könnte man auch zu kranken Systemen dann noch hinzufügen. Wir versuchen also dann auch von hier aus ein bisschen Europapolitik zu machen, dazu ist ja Nico da. Hoffentlich können die Piraten das demnächst noch ein bisschen aus der Nähe tun und nicht nur aus Schweden, von Schweden aus. Was gibt es Neues aus deinem Ausschuss, Bauen, Wohnen, Verkehr? Ich werde morgen auch bei dieser Anhörung sein, aber wir haben insgesamt in allen Ausschüssen übrigens, das betrifft nicht nur Bauen, Verkehr, sehr, sehr viele Anhörungen jetzt im ersten Quartal. Im Bauen und Verkehr werden wir noch über Wohnungsaufsicht sprechen und sozialen Wohnungsbau. Wir werden sprechen über Binnenschifffahrt und die Ausweitung der Binnenschifffahrt. Da haben wir auch interessante Fragen gestellt zur Rheinvertiefung und darüber, wie kleine selbstständige Schiffer mit so einer Kapazitätsausweitung klarkommen sollen. Und dann werden wir irgendwann am 18. März noch eine Anhörung haben zu unserem eigenen Antrag, wo es um die Verkehrsfinanzierung und vor allem die Finanzierung des ÖPNV geht, weil wir zwar von der Landesregierung wissen, dass 3,1 Milliarden in den nächsten 3 Jahren fehlen im ÖPNV, um den alleine aufrechtzuerhalten. Es gibt Städte, die darüber nachdenken, ihre Stadtbahn wieder abzureißen. Aber leider hat der Minister versäumt, das bei den Koalitionsverhandlungen in Berlin, wo er selbst dabei war, in irgendeiner Weise anzubringen. Und das, was die Verkehrsminister vorher forderten, ist auch nicht annähernd erreicht. Und ich sehe, dass der Verkehrsminister jetzt ein Jahr lang immer auf den Bund verwiesen hat, wenn es um Geld ging. Ich finde, das kann er an der Stelle jetzt nicht mehr tun. So, daher unser Antrag. Die Anhörung wird sehr, sehr schön werden. Ich freue mich sehr drauf. Ich glaube, das gibt eine sehr schöne Anhörung. Ach, einfach nur. Komm mal. Die Vorfreude ist riesig. Ja. Noch ein Highlight, worauf wir uns hier zumindest in der Fraktion jetzt schon alle freuen, ist im Rahmen der nächsten Plenarsitzung Ende Januar eine Fragestunde. Da haben wir ja auch was Schönes ausgeheckt. Ja, basierend auf den Enthüllungen um die NSA, die da vor allem auf den Chaos Computer, Moment, ganz langsam, Chaos Communication Congress in Hamburg veröffentlicht wurden, haben sich hier bei uns natürlich, also da haben sich bei uns alle die Nackenhaare aufgestellt und haben uns überlegt, da mit diesen Fakten auch die Landesregierung zu konfrontieren. Einerseits im Rahmen von natürlich kleinen Anfragen, das haben wir bislang auch schon gemacht, insbesondere Daniel Schwert. Und diesmal wollen wir aber auch, dass diese Fragen direkt im Plenum haben, weil die kleinen Anfragen, die sind zwar, das sind auch, man sagt so, die Waffe des einzelnen Abgeordneten, aber sie haben
ein Problem ist es Papier und Papier ist geduldig und die Landesregierung hat immer entsprechend viel Zeit, nimmt sich diese auch dann diese zu beantworten, wahrscheinlich weil sie sehr sorgfältig antworten wollen, teilweise nimmt sie sich sogar mehr Zeit, als ihr eigentlich zusteht und wir wollen jetzt bei diesen Fragen schneller eine Klärung haben und deswegen fragen wir halt, was die Landesregierung konkret tut, um die Menschen in NRW, die Unternehmen in NRW und auch die Mitarbeiter von Ministerien, von Behörden vor den Spionageaktivitäten der NSA oder wem auch immer zu schützen. Du hast gerade die Erkenntnisse, die dabei 30C3 vorgestellt wurden, angesprochen. Was genau sind das für Erkenntnisse für Leute, die das jetzt draußen noch nicht kennen? Ja, das war ja sozusagen kurz zusammengefasst. Das war ja sozusagen der Otto-Katalog für die Geheimdienste, der da vorgestellt wurde. Also da geht es nicht nur um reine softwarebasierte Angriffe auf die informationelle Selbstbestimmung der Menschen, sondern es geht so weit, dass man auch Hardware halt entsprechend manipuliert und man kann sich also nicht mehr sicher sein, wenn man bei Amazon oder anderen, egal, irgendein Name, Versandhandel, ein Elektroteil kauft, dass das sozusagen tatsächlich, unbelastet ist. Oder ob da nicht doch vorher irgendein Geheimdienstmitarbeiter oder wie auch immer, jemand, der für Geheimdienste arbeitet, die Finger dran hatte und es so manipuliert hat, dass man damit, obwohl man sich schützt, dieser Schutz, Verschlüsselungsschutz zum Beispiel, ausgehebelt wird, weil eben die Hardware schon manipuliert ist und dann egal ist, was für eine Software ich verwende. So, das heißt, wir haben jetzt die Fragestunde, das Thema im nächsten Plenum. Wie viele Fragen, wie muss man sich das vorstellen? Erklärt mal das System für die Außenstehenden. Fragen kann man da stellen? Wir haben die Oberfrage gestellt und dann bekommt der Minister Gelegenheit darauf, ausführlich zu antworten. Und gegebenenfalls kann halt jeder Abgeordnete auch nochmal zwei Nachfragen stellen. Und wie ich unsere Fraktion kenne, ist der Nachfragebedarf da doch erheblich. Wieder ein Garant für die tolle Mitmachmöglichkeit hier bei den 20 Piraten. Schickt uns eure Fragen an uns, aber auch an den Minister zu diesem Thema. Gerne an piratenstunde@piratenfraktion-nrw.de. Wäre doch gelacht, wenn wir da nicht schöne Fragen an die Regierung zusammen bekämen. Wie gesagt, jeder Abgeordnete zwei. Eine Frage von Katrin erreicht uns per E-Mail an piratenstunde@piratenfraktion-nrw.de. Sie fragt, jetzt seid ihr ja 1,5 Jahre im Landtag, habt ihr euch die Parlamentsarbeit tatsächlich so vorgestellt, wie ihr sie jetzt kennengelernt habt? Die Parlamentsarbeit, ja. Letztendlich ja. Natürlich ist, ich glaube, man kann sich nicht nur theoretisch drauf vorbereiten. Das funktioniert nicht. Ich könnte mir gut vorstellen, und das war ich nicht. Ja, es gibt viele Abgeordnete, die waren jahrelang vorher, also vor allem bei den anderen Fraktionen allerdings, die waren jahrelang vorher irgendwie Referent oder persönlicher Mitarbeiter. Natürlich kriegt man dann auch praktisch was mit. Ich glaube, es funktioniert nicht, einfach zu starten und dann schon alles richtig zu machen, beziehungsweise so zu machen, wie man es vielleicht am Ende macht. Man lernt auf jeden Fall dazu. Ich habe es mir so in der Richtung vorgestellt, ich bin sehr glücklich darüber, so wie es läuft, also zumindest so, wie es bisher gelaufen ist. Ich habe sehr Interdisziplinäres studiert. Ich wusste nie, wo ich das überall anwenden könnte im Beruf. Dazu hätte ich 10 Berufe haben müssen. Jetzt habe ich 10 Berufe, nennt sich Abgeordneter. Da kann man und muss man sehr viel machen und ich finde das sehr gut. Wie schmecken dir deine 10 Berufe, Nico? Ich kann mich dem anschließen. Also ich hatte schon recht konkrete Vorstellungen, was uns und was mich persönlich hier erwartet und ich bin da nicht enttäuscht worden, ja, also die anderen sind uns natürlich sozusagen erfahrungsmäßig voraus und wissen natürlich auch die Machtverhältnisse hier entsprechend so auszunutzen, dass sie uns möglichst wenig Raum geben. Das ist auch so, so funktioniert Demokratie und das die Minderheitenposition birgt immer ein enormes Frustrationspotenzial. Aber
das vielleicht im Gegensatz zu dem einen oder anderen hat mich jetzt nicht überrascht. Also das habe ich einkalkuliert und gewusst, dass das hier keine Vergnügungsveranstaltung wird und dass man halt mit viel Ablehnung bedacht wird und auch eben ablehnenden Entscheidungen. Aber so ist das Spiel, das haben wir uns so ausgesucht und von daher bin ich da nicht überrascht und ich darf jetzt mal Müntefering an der Stelle dann doch mal zitieren. Er hat einfach gesagt, der Opposition ist Mist, weil man eben viel Arbeit investieren muss, aber ziemlich sicher weiß, dass nichts davon, das absolut meiste davon nicht umgesetzt werden wird. Aber es ist wichtig, um Alternativen aufzuzeigen. Und das ist unsere Aufgabe hier im Parlament. Wir müssen den anderen den Spiegel vorhalten und sagen, es gibt auch Alternativen zu dieser Regierungspolitik und das müssen wir deutlich machen und dann erfüllen wir hier unsere Aufgabe. Zwischendurch wollte ich dir mal widersprechen. Also ich finde Opposition sehr wichtig. Und ich natürlich. Sehr ist gut, dass wir Opposition sind dann daneben mal. Also momentan wäre ich ungern in der Regierung, wo wir bei Ändern waren. Also bis momentan muss man ja, wenn man an die Regierung möchte und nicht gerade eine Minderheitsregierung zustande kommt, so einen blöden Koalitionsvertrag machen und darf nachher nichts mehr tun, ja, und da muss ich unterbuttern lassen. Bis sich das mal ändert, wird noch ein bisschen vergehen und Und da ist man vielleicht noch viel mehr frustriert dann, wenn man einen Koalitionsvertrag geht. Ich weiß, dass uns auch manche Grünen durchaus beneiden, ja, also wir können ja hier bis zu einem gewissen Punkt machen, was wir wollen. wir können wenigstens die Sachen setzen. Natürlich, ja, also wir haben es sehr schwierig, dass da was rumkommt und es kommt immer nur so ein Prozent rum, aber immerhin, der kommt rum. Und immerhin es passiert auch was. Aber auch wir machen Position ja, ist wichtig. Aber wir Piraten machen ja auch noch ganz, ganz viel, außer Anträge schreiben, die dann per Koalitionsvertrag abgelehnt werden. Überleitung zu der E-Mail von Thomas, der uns geschrieben hat, dass er im Fernsehen gesehen hat, dass die Piraten Seminare und Kurse anbieten, wie man deine persönliche Datensicherheit im Internet schützen kann. Stichwort Kryptopartys. Da gibt es ja auch zahlreiche. Und ja, das machen wir jetzt ja schon als Partei seit Monaten, also eigentlich seit Snowden, seit die NSA-Affäre aufgeploppt ist und klar ist, dass jeder quasi potenzielles Ziel ist und auch tatsächliches Ziel ist und sogar unabhängig davon, ob ich mich aktuell im Internet bewege oder nicht und dass deswegen Verschlüsselung wichtig ist, ja, das ist zumindest so eine Art der Selbstverteidigung, obwohl man, das möchte ich dann an der Stelle ergänzen, den Staat da nicht aus der Pflicht nehmen darf, sondern und dann sagen, schützt euch mal alle selber. Das ist nicht unser Ansatz, aber wir zeigen zumindest, das gibt es auch und beschäftigt euch damit. Es schadet auf jeden Fall nicht und weiterhin gibt es Kryptopartys. Wir haben die Webseite kryptoparty.de. Und wenn ich das richtig sehe, findet heute zum Beispiel jetzt im Moment oder gleich in Aachen zum Beispiel eine statt an der RWTH und morgen zum Beispiel in München. Also das ist bundesweit und ich denke, jeder findet da eine Gelegenheit halbwegs in seiner Nähe, in der nächsten Großstadt, wo er sich da schlau machen kann. Sag nochmal, ob Kryptoparty mit C oder mit K geschrieben wird. K wie Kaufmann. Mit K nämlich, das ist... Also, Kaufmann, Richard, Y, Paula, Theodor, Otto, Paula, Anton, Richard, Theodor, Y. Das hätte ich jetzt nicht mehr nachvollziehen können. Aber egal, also DE. Man muss dazu sagen, wir als Fraktion haben natürlich den Auftrag und die Ressourcen, die Dinge des Landesparlaments nach außen zu bringen, da zu informieren. Da kann man auch mal eine Kryptoparty machen, aber im Wesentlichen sind das die einzelnen Mitglieder der Piratenpartei oder auch Nicht-Mitglieder der Piratenpartei, die diese Sachen machen. Also das ist eher eine sehr breite und nicht zentral organisierte Sache, diese Kryptopartys zu machen. Natürlich tauscht man sich aus. Ich selber bin auch im Namen der Fraktion am 25. Januar an einer Veranstaltung beteiligt, wo das auch unter anderem Thema sein wird hier in Düsseldorf. Da kann man auf meinen Blog gucken und sich da anmelden. Ja. Ansonsten ist der Chaos Computer Club natürlich auch eine gute Adresse, um dort an solchen Veranstaltungen teilzunehmen.
Eine Frage vom Blauen Schlumpf. Was haltet ihr von der Transparenzinitiative von Rot-Grün, Stichwort Nebeneinkünfte? Ja. Ist natürlich zu begrüßen. Ja. Hat so ein bisschen den Eindruck, da mussten wir zum Jagen tragen. Also Sie sehen natürlich auch, dass wir hier mit dem Thema die Menschen bewegt haben und haben dann da sozusagen auf unseren politischen Druck reagiert und eine entsprechende Initiative gestartet. Das ist natürlich in unserem Sinne. Das kann man jetzt nicht von der Hand weisen. Wir hatten da eine Anhörung und jetzt gucken wir mal, ob wir mit dem Ergebnis, was uns da präsentiert wird, dann zufrieden sind oder ob wir nicht noch ein Schippchen drauflegen können. Aber grundsätzlich geht das in die richtige Richtung. Das sind ja auch schon sehr weitreichende Formulierungen. Also wenn das stimmt, was jetzt kolportiert wurde, dann geht das schon in die richtige Richtung. Mit welchen genauen Forderungen geht ihr in Sachen Transparenz in die Diskussion rein? Also was genau fordert oder wollen wir, dass offengelegt wird? Ja, möglichst umfassend. Also jedenfalls kein Stufenmodell, wo es dann irgendwann früh aufhört. Ich glaube, wir sind bei uns auf der Webseite. Es gibt auch eine Zusammenfassung auf unserer Fraktions-Homepage, schon relativ detailliert sind. Und wir haben ja sogar aufgehört, wie viele Stunden wir für Vereine nochmal drauflegen. Also nicht nur da, wo wir Geld bekommen, sondern wo wir praktisch Ressourcen investieren. Es macht ja durchaus auch was aus, wenn ein Abgeordneter im Grunde gar nicht im Landtag ist, weil er ständig für eine bestimmte Lobbyorganisation unterwegs ist, auch wenn er dafür kein Geld kriegt, ist das nicht im Sinne eines Abgeordneten. So, das heißt, Cent genau, zeitlicher Aufwand und auch Mitgliedschaften in Vereinen. Ja. Alles das über unsere 19 Abgeordneten findet ihr tatsächlich auf unserer Internetseite. In dem Bereich Fraktionsfinanzen haben wir die zusammengestellt. Sehr transparent, jetzt auch gerade nochmal aktualisiert, von allen 19 und sogar auch noch von unserem ehemaligen Robert Stein auch noch. Aber ganz unten nach dem Motto nachrichtlich. Er hat ja im September unsere Fraktion verlassen. Aber nachrichtlich wollten wir natürlich nicht verheimlichen, was er bis zu dem Austritt aus unserer Fraktion angegeben hatte. Das ist natürlich auch transparent. Wobei das aber auch die einzige Stelle ist, wo dieser Name auf unserer Internetseite noch auftaucht. Ihr darf das auch gerne weiterhin veröffentlichen. Ja. Von mir aus veröffentliche ich auch auf unserer Homepage alles von den Grünen und SPD mit. Ich hoffe ja, dass wir das alle demnächst auch müssen. Ergibt sich dann die Frage gar nicht mehr. Wir haben momentan wir haben zwar keine Stufe, also wir haben diese Stufenregelung in NRW nicht. Wir haben in NRW momentan so eine Regelung, dass man bestimmte Nummern angeben muss, wo man tätig ist. Und dann steht das dann unter dem Profil. Das sagt aber im Grunde nicht besonders viel aus. Ist ein kleiner Anhaltspunkt, dass man da nachforschen kann, aber mehr auch nicht. Habt ihr sonst noch Themen auf dem Herzen, was ihr unbedingt erzählen wollt? Hier gibt es ja noch Fragen. Nee. Im Moment nicht, aber das wollte ich jetzt so nicht formulieren. Aber ich. Das sind so transparent. Das ist unglaublich. Ja, ich denke, dass. Das waren jetzt die ersten 48 Stunden im Amt für uns und das Weitere, also ich denke mal, in ein, zwei Wochen werden wir da schon mehr sagen können. Ich glaube, im Moment haben wir erstmal genug damit zu tun, hier reinzukommen in die Arbeit, in die Aufgaben. Und ich denke, wir machen dann nochmal zu einem späteren Zeitpunkt nochmal eine Piratenstunde, wo wir dann ein bisschen über einen größeren Zeitraum sprechen können und sich vielleicht auch schon was getan hat. Gut. Also, jetzt geht's weiter. Morgen früh 12 Uhr, am Morgenmittag 12 Uhr die Anhörung zum Gigaliner-Antrag. Dann am Montagabend die Mumble-Online-Sitzung, wo wir mit euch unsere vorbereiteten Anträge diskutieren. Und dann ist Ende Januar große Plenum. 3 Tage diesmal wieder. Und dann ist auch schon fast wieder Karneval. Feiert der Karneval? Auf jeden Fall. Ja, du bist schon so ein Jack, ne? Ja, du schon, auch. Ne? Ich habe letztes Jahr versucht, hier mit meinem Sohn Karneval zu feiern, aber der war noch zu klein. Und hat aber trotzdem Kölsch getrunken. Nein, der hat. Wir trinken ja alt in Düsseldorf. Ach Gott. Meine Güte. Wie lange bist du schon arbeiten von hier? Ich trinke gerne Kölsch. Mal. Das gibt's doch nicht. Na, okay. Also, mal gucken.
Ich werde mir bestimmt mit ihm irgendwas anschauen. Ansonsten werde ich das mit dem, als Ostwestfale nicht unbedingt antun, denn in Ostwestfalen ist ja Karneval nur für Kinder und nicht für Grüße. So, und jetzt verlieren wir Follower, ich weiß. So, aber ich wollte darauf hinweisen, dass man alle Anhörungen, die wir hier erwähnen, auch tatsächlich besuchen kann. Die sind nämlich in der Regel öffentlich. Es gibt nur sehr wenige. Selbst in diesem Landtag. Selbst in diesem Landtag. Der Landtag NRW ist gar nicht so schlecht. Ja, es gibt hier Dinge, die sind in anderen Bundesländern noch weit entfernt und da arbeiten die Piraten dran und kriegen es nicht hin, dass mal eine Anhörung öffentlich ist oder sowas in der Richtung. Aber bei uns sind die Ausschüsse und Anhörungen grundsätzlich öffentlich. Das heißt, wenn ihr vorbeikommen wollt, dann tut das. Und fragt vielleicht nach dem Termin vorher. Und wenn ihr mehr als zwei Leute seid, gebt vielleicht Bescheid, damit wir euch einen Schüler und so. Aber ansonsten einfach vorbeikommen. Wird die morgen gestreamt? Weißt du das auswendig? Ich glaube nicht, weil sie nicht im richtigen Saal ist. Dann hätte sie im Plenum stattfinden müssen, weil in den übrigen Sälen fehlt noch die Technik dafür. Ja, die wird gerade sukzessive aufgebaut. Ich hoffe ja wegen uns. Natürlich. Ja da, aber zur Not hätten wir unseren Jahrestag ausgeliehen für die zwei Stunden. Aber die momentan werden alle auf unsere Initiative hin dann immer, man muss trotzdem beantragen, alle Anhörungen gestreamt, die im Plenarsaal stattfinden. Demnächst dann, je nachdem in welchem Saal, kriegen wir das hin. Den Plenarsaal kriegt man leider nur, wenn man zeigen kann, dass die Anhörung sehr groß ist oder sehr viele Leute kommen, dann kriegt man den Plenarsaal. Doch, wenn das weniger Leute sind, dann... Ja, das Thema ist jetzt nicht so massenkompatibel, von daher ist das im Ausschuss das schon okay. Ja. Okay, ja dann vielen Dank an euch beiden, an euch da draußen in der weiten Welt. Mitschnitt von unserer Piratenstunde per Video und auch nur per Audio findet ihr ab morgen früh auf unserer Homepage und da sowieso alle anderen weiteren Informationen und auch die Kontaktadressen, wenn ihr uns direkt nochmal kontaktieren wollt. Bleibt auf unserer Homepage, informiert euch und macht vor allen Dingen mit. Danke. Grüße an Sandra, tschüss. Gute Besserung.